Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum, ich glaube, 10. Part von meinem klassischen Let's Play von Cassette Beasts. Und wir stehen gerade vor Captain Z, dem wir ein bisschen Ruhe beschert haben. Und ja, jetzt hat er sich bereit erklärt, gegen uns zu kämpfen. Wir sind bereit, gegen Captain Z zu kämpfen. Okay, dann mal ab ins Bettchen. Ich meine, ab aus Schlachtfeld. Ja, das war's, genau. Meditierer, ja, okay. ein Salamagus ist sein Kompagnon und er hat ein Sterntierchen. Ekelhaft. So, ich habe übrigens, wir werden den Namen gleich hoffentlich lesen. Keine Ahnung, nee, diesen Fisch im Glas, meine Güte, Teichläufer, irgendwie sowas. Metallwall spucken, stolpern. Ich hab nichts angepasst oder sonst irgendwas. Erhöht das Ausweichen des Benutzers. Fernkampfangriff trifft den letzten Kämpfer, der vor dieser Aktion an der Reihe war. Aber das ist ja ein bisschen risikobehaftet, ne? Wir gehen erstmal auf Ausweichen und dann schauen wir, an welcher Stelle wir überhaupt dran sind. Ja, ne? Wir hätten damit nämlich unter Umständen unser Bogtasma getroffen. Das möchten wir nicht. Charaktere mit erfasst treffen garantiert. Das ist nicht so gut. Dann gehen wir doch mal auf Schärfen und Beißen. Und hier rufen wir Hilfe und bauen einen Metallwall. Vor Bogtasma. Das könnte sinnvoll sein. Es wirkt auf jeden Fall wie so ein Supporter. Also, sorry, ne, aber dieses Sprite-Work, dieses Pixel-Art ist so unfassbar cool. Okay, und dieses Sterntierchen ist einfach so ein Tanky-Teil, ne? Es passt natürlich auch. Und daneben. Nee, ach so, hier, umgelenkt. So. Ja, so holt man immer Hilfe von, abhängig davon, ist natürlich logisch, was so in der Umgebung überhaupt ist, ne? Ja, okay. Das ist eine richtig ordentliche Kombi, die unser Gegner da so insgesamt benutzt, ne? Also, ich versuch's gleich einmal zu erläutern, was da so passiert. Spucken, ja, ich weiß nicht. Ja, doch, spucken. Und Prügelbock macht Sachen immerhin. Zeig mir mal den Prügelbock. Okay. Also hier, das Sternchen schläft und zieht alle Angriffe auf sich. Salamagus bufft ihn mit, dass er garantiert trifft. Und ja, wenn man schläft, dann hat man drei Angriffe zur Auswahl, die aber nur eine 1% Chance haben zu treffen. Und die treffen dann anscheinend garantiert. Voll cool. Richtig gut. Verringert das Tempo des Ziels. Hilferuf nochmal. Nee. Wir bleiben bei Spucken. Ich hätte zumindest irgendwelche sinnvollen Sticker auf den Fisch kleben sollen, aber ja, gut. Ja, so richtig Schaden kommen wir schadenstechnisch nicht voran, ne? Aber wir haben auch keine andere Wahl, als das Sterntierchen anzugreifen, ne? Somniloquie, Schlafrede. Ist aufgewacht. Yay, immerhin das. Verringert seine Präzision. Ja, hilft uns nicht, ne? Nicht bei diesen garantierten Treffern da. Ah, aber was wir jetzt machen könnten, wäre jetzt mal versuchen, den Salamagus ganz schnell auszuschalten. Der, ja, der fiese Supporter ist auch an der Stelle. Und von dem wir jetzt auch noch ein bisschen AP klauen können. Und den wir löschen nebenbei noch. Astralbeschichtung, okay, ja gut, dann ist er jetzt halt Astraltyp. Ausschlafen, ja, ist mir auch nicht so super wichtig. Hauptsache, wir sind nicht mehr gezwungen, das Sterntierchen anzugreifen, weil solange das nicht so ist, ist ja alles in Ordnung. Sehr schön. Nice. Oh, Mist, hat nicht ganz gereicht. Sicheres Ding. Ja, jetzt wird er wieder garantiert treffen. Aber gegen einen so einen Tank und einen Supporter,
Das zieht sich natürlich unter Umständen auch in alle Ewigkeiten. Darum muss man das schwächste Glied einmal frühzeitig ausschalten, sobald man kann zumindest. So. Nett, haben wir. Jetzt habe ich ihn ärgerlicherweise energetisiert. Aber der Fisch hat zumindest irgendwas getan. Der Teichläufer übrigens, der Fisch. Allseher oder Manischwer? Ich glaube, Manischwer ist sinnvoller, aber ich hätte gerne den Allseher auch mal im Einsatz. So, Sternschuss, I guess. Wunderbare 7. Ah ja, das, ich erinnere mich. Irgendwelche zufälligen Statuseffekte. Wir energetisieren ihn damit ein bisschen, aber wir haben ihn immerhin vergiftet. Das ist auch okay. Schlafwandel hat nicht getroffen. So. Wir bleiben bei Sternschuss, wollte ich sagen. Ja, wir probieren mal eine Runde klapsen und dann Schilde hochspucken. Ja. Wir energetisieren ihn schon auch. Also 16 ist jetzt sein Stack aktuell. Ja, schon krass. Ja, ausschlafen, Leute, Gottes Willen. Wir haben einfach nicht den Schaden, um da anständig durchzukommen, ne? Im Gegenzug trifft er jetzt mit seinen Schlafangriffen auch nicht mehr. Nicht mehr so gut zumindest. Kritischer Treffer bei Typenvorteil. Schilde hoch. Erhöht die Fernkampfabwehr. Ja, es sind keine Fernkampfangriffe, glaube ich, die er macht. Ja, komm. Es wird ja weniger Leben bei ihm. Also von daher, wenn wir mit der Strategie hier, Strategie weiterfahren. Schlafwandel daneben. Ein Glück. Genau, wir werden weiter beißen. Und sobald wir können, immer wieder wunderbare 7 benutzen. Wunderbare 7 ist ein echt starker Angriff. Das Kolosseum, natürlich. AP-Abzug. Okay, das war der Dingens, der Effekt anscheinend, den wir bekommen haben dafür. Jetzt nicht die beste Sache. Ja, komm. Aber ich glaube, dann ist Sternschuss immer noch sinnvoller. Ah, nee, Sternschuss ist nicht sinnvoller, weil wir dann keine AP sammeln für wunderbare 7. Aber naja, Wonderful 7. Wonderful 101. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich weiß, es gibt mittlerweile sogar ein Remake davon. Aber das hat mich früher schon so fasziniert. Das muss ich irgendwann mal nachholen. Also auf der Wii U. Ich glaube, Wonderful 101 hieß es. Ich fand Beautiful Joe super. Das glaube ich auch von den, wie hieß es, Capcom 5? Capcom 6 oder so? Capcom 5 waren das, glaube ich. Diese Spiele, die zu denen Capcom sich verpflichtet hat, um den GameCube relevanter zu machen. Es war schon ein bisschen komplizierter als das, aber ja. Wie läuft der Kampf? Habe ich schon gewonnen? Oh, okay. Was ist das denn für ein cooler Superheldenkäfer? Mann, Mann, Mann. Wir bleiben bei Sternschuss und spucken. Oder wir probieren Sternschuss und spucken. Okay. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich... Oh, das ist nervig. Dass er noch schläft. Also, naja. Ich glaube, wir sollten wirklich weiter immer die 0-AP-Angriffe machen. Und dann unsere... Und halt, und danach halt beißen und wunderbare 7. Oh, Berserker, jetzt kann er selber immer nichts mehr mit Waffen machen oder so. Ist aufgewacht, brennt ein bisschen, alles super. Das heißt, Boktasma kann abwechselnd klapsen und beißen. Und Felix mit dem anderen Teil, mit dem UFO. Allseher. Kann irgendwie jeden dritten Zug oder so wahrscheinlich wunderbare 7 machen. Ja, jeden zweiten Zug, okay. Ja, sogar noch ein bisschen häufiger, weil wir AP Plus bekommen. AP Abzug, okay. Hm. Ja, Astral ist einfach ein starker Typ irgendwie, ne? Wunderbare 7. Go, go, wunderbare 7. Bitte. Irgendwas richtig Sinnvolles. Yes, wir saugen ihm Leben aus. Ja,
Ich meine, verbrennen oder so wäre auch okay gewesen, aber Leben aussaugen ist ja sogar noch ein bisschen besser, ne? Ja, das könnte jetzt reichen für den Kollegen. Yes! Okay, hat auch nicht mehr als zwei Monster gehabt. Super. UFO-Begegnung ungewöhnlich. Lässt die Fernkampfangriffe des Ziels zu Nahkampfangriffen werden. Oh. Oh ja. Wow, ich glaube, dieser letzte Schlag hat mich dann doch aufgeweckt. Hier ist deine Belohnung. Und ein Stempel. Ach, guck mal, das wäre der dritte gewesen, den man hätte machen sollen können, wie auch immer. Ja, gut. Fusioniertes Material, meditieren, ungewöhnlich. Ja. Ich könnte ein Tässchen Kaffee vertragen, um wach zu werden. Ja. Ich fühle das auf jeden Fall. Er ist verschwunden. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, hier in der Gegend nichts mehr gerade laufen. Ach, da oben gibt es noch Makler. Da könnten wir eigentlich noch hingehen. Und hier ist der einer von den Altaren, die wir für Felix Quest brauchen, ne? Ja, ich will die Quest mit Felix eigentlich erstmal durchmachen. Ich hab ein Interesse dran, die so einigermaßen nacheinander direkt durchzumachen. Wir schauen nochmal nach den Maklern da oben. Ist alles ein bisschen risky. Weil wir jetzt auch nichts mehr zum Heilen haben und irgendwie nicht so richtig an Lagerstellen vorbeigekommen sind. Ich schaue trotzdem noch einmal, dass ich den Bereich hier zumindest aufgedeckt habe. Was war das? Ey, der ist doch komplett an mir vorbeigezogen. Was? Das war die typische Situation von Dodged a Bullet. Naja. Sternschuss. Pugolino, der sich selbst zerstören wird natürlich, aber... Was soll ich machen? Und das war auch nicht allzu viel Schaden. Okay. Immerhin ist der schon mal besiegt. Ja, war auch mehr Schaden, als ich gehofft hätte. Blutdurst. Nice. Also, sieht super aus auf jeden Fall, wenn wir mehr Schaden dadurch machen. Finde ich gut. Die Selbstzerstörung macht sogar Verbrennungsstatus. Das ist blöd. So, also wenn wir jetzt hier noch ein ganz kleines bisschen höher gehen. Ach, hier unten werden auch mal. Hier könnten wir zu den Maklern auf jeden Fall gelangen. Ach, ist das hier auch einer von den Altaren? Ah, ich glaube, diese Altäre gibt es wirklich. Logisch. Kuniko. Ich muss meine Stärke unter Beweis stellen, Schöpfer. Ach, guck mal, ich wär hier fast abgehauen. Bei meiner Spitzenklinge, zeige dich, Wächter. Oh, nee. Na los, wir sollten dir helfen. Oh, nee, ich hab doch gar nichts mehr. Mutanten-Kugelino. Wir sind sogar zu dritt, das ist ja super. Okay, alles klar. Wir machen unsere Astralangriffe. Und Kuniko macht hoffentlich auch irgendwas Sinnvolles. Metallwall haben wir bekommen, super. Das war viel Schaden. Also mehr auf jeden Fall, als mir lieb war. Aber wenn wir den Altar jetzt auch noch... Ja, guck mal, also mal, es fügt sich alles irgendwie so. Das Spiel ist super. Also vielleicht spiele ich es auch nur zufällig in einer sinnvollen Reihenfolge oder irgendwas, aber insgesamt, egal wo ich langlaufe, es scheint richtig zu sein. So. Anders als so bei... Den meisten, also ist das ein Open World? Ja, von mir aus ist das ein Open World Spiel. Ich glaube, so richtig scharf kann man das auch immer nicht abgrenzen. Wo man dann ja doch das Gefühl hat, okay, es gibt die einen Aufgaben, die Quest-relevant sind oder Main-Story-relevant sind. Und dann gibt es die Aufgaben, die so nebenbei erledigt werden können, müssen wir auch immer. Aber es gibt hier so viele Aufgaben, die, naja, nebenbei erledigt werden können. Es macht echt viel Freude. Und wenn ich jetzt überlege, dass es, glaube ich, die 10. Spielstunde oder so ist, das, meiner Begeisterung ist noch kein Dämpfer verpasst worden, sagen wir so. Oh, Felix wurde sogar besiegt. Blöd. Ja, okay. Für Kuniko kann man das mal machen. 1131. Thank you. Danke für deinen Beistand, Schöpfer. Aber beim nächsten Kampf brauche ich keine Hilfe.
Sie will das immer noch durchziehen, was? Also gut, finden wir den Rest. Ja gut. Oh, und hier ist irgendwo ein Lagerfeuer. Ich sehe es nur noch nicht. Wo ist dieses Lagerfeuer? Ach da. Oh, ein Glück. Okay, dann können wir hier doch noch ein kleines bisschen weiter rum schlawenzeln. Hier mit dir am Feuer zu sitzen, das uns wärmt, das erinnert mich an ein Ferienlager. Oder zumindest würde es das, wenn ich jemals in einem Ferienlager gewesen wäre. Das war nicht mein Fall. Aber das kommt dem sehr nah, wie ich mir ein Ferienlager als Kind vorgestellt habe. Also bin ich glücklich. Okay, cool. Ich war auch nie im Ferienlager. Und wir können remastern, den Allseher remastern. Dreifings, das sieht ja richtig cool aus. Das sieht ein bisschen aus wie ein Millenniumsgegenstand. Die Metallaußenseite der Dreifings ist vollkommen undurchdringbar. Es wird spekuliert, dass es sich bei ihr um eine organische Kreatur handelt, die irgendeine Art Exoskelett oder ein Transportfahrzeug steuert. Okay, cool. Das auch wieder ein sehr cooles Design, gefällt mir. Also, und hier ist Morbidstadt, ne? Oh! Magiekrabbe, hallo! Ich habe mir erlaubt, Bahnsteig A für eure Reise zu öffnen. Also, was kann ich für dich tun? Bahnsteig B ist woanders. Okay, aber was. Oh! Heißt das, ich kann mich jetzt hierhin teleportieren? Extrem stark. Okay, das machen wir direkt mal. Ja. Cool. Willkommen in Morbidstadt oder dem, was davon noch übrig ist. Weil wir wollten ja eigentlich hier in den Norden zu den Maklern und dann können wir danach in den Süden zu den Maklern. So, hier kann man auch theoretisch rein. Möchte ich das? Ich weiß noch nicht. Ah, ich glaube, hier war ich schon drin. Ja, okay, hier war ich schon. Also zumindest in was ganz ähnlich aussah. So, kommt man hier irgendwo hoch? Wäre natürlich nett, wenn man hier schon hingeschickt wird von irgendwelchen Gerüchten. Da oben sind die Makler, habe ich schon gesehen. Okay, wir brauchen anscheinend eine andere Stelle, die wir ansteuern können. Wahrscheinlich rechts davon. So. Och nee. Och nee. Och nee. Oh, okay. Oh mein Gott, da ist sie auf einmal. Möchten wir was davon aufnehmen? Eigentlich nicht. Möchten wir fliehen? Ja, möchten wir. Ja, es ist kein Kampf, an dem ich Freude haben werde, glaube ich. Und wir werden es jetzt wieder ganz ähnlich handhaben. Ich hätte den Taucher da, den Tauchläufer oder wie auch immer, vielleicht auch mal so langsam mit neuen Stickern bekleben können. Das sieht so aus. Kann man sich da hochziehen? Ja. Das war aber auch eine knappe Nummer jetzt, ne? Kann man das da drüben vielleicht auch? Und ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Tat. Nein! Ja. Puh. Also. Okay. Okay. Und jetzt steigen wir den aufs Dach. Im wahrsten Sinne. Ha! Schlüssel benutzt und reingefallen. Oh, hi, wenn ihr nicht sofort verschwindet, werden wir eine Zwangsräumung durchführen müssen. Ja, okay. Sind wir ehrlich? Scheint richtig zu sein. Sternschuss? Nee, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob Erde als klassisches Element gilt. Spucken, Metallwall, stolpern. Schau mal, ob wir hier Hilfe kriegen können. Okay, wir machen eine Menge Schaden immerhin, das ist gut. Yes, und wir haben sogar Hilfe bekommen. Aua. Und nochmal Aua. Wir beißen den unteren. Wir spucken auf den oberen. Wir spucken auf die oberen 10.000, die uns hier Grundstücke verkaufen wollen. Oder vermieten wollen, ja noch schlimmer. Obwohl, naja, ja. Angriffe des Wassertyps eruieren mit der Zeit den Erdtyp, wodurch sich dessen Abwehr verringert. Sehr, sehr gut. Wasser ist gut gegen Erde. Merken wir uns. Ein Glück, dass dieser Angriff auf den Random-Typen gegangen ist. Oh.
Ist das auch noch ein R-Typ? Okay, cool. Darmskelett. Ich teste es einfach mal. Ich denke, es wird unser Bogtasma treffen. Charaktere mit Gambit haben stark erhöhte Werte, werden jedoch besiegt, wenn der Timer des Gambit-Status abläuft. Okay. Das war fies. Die Spitze des Angriffs des Metalltyps durchdringt den Typ des. Durchdringt ein Ziel des R-Typs wie eine Schaufel und senkt die Abwehr. So, Klaps, easy. Oh Mist! Hätten wir mal. Ja, ne, das ist die Kacke. Wenn man. Ja, das ist so blöd an Sog, ne? Dass der Letzte getroffen wird, der angegriffen hat. Und da ich ja ganz grundsätzlich immer schaue, dass ich relativ schnelle Monster habe. Ja, naja. Schadenswurf. Okay, ging klar. Schocken. Boom. Diese Art von Schocken, nicht Elektroschocken. Mhm. Glasbindung. Habe ich vielleicht vergessen, was das ist? Kann ja nicht so schlimm sein, hoffe ich. So. Ja, mein Analogstick schnackt einfach zu schnell nach oben. Müsste ich mal ein bisschen. Ich glaube, man kann den irgendwie festdrehen wieder. So, der Biss hat gesessen immerhin, hat sogar gekrittet. Aber sobald der Timer abgelaufen ist, haben wir eh gewonnen. Also von daher können wir auch eigentlich reinschicken, was wir möchten. Klaps. Und spucken. Leben absorbieren ist lästig. Gambit fehlgeschlagen. Da sind wir. Cool. Sehr, sehr schön. Über 1000 Erfahrungspunkte. Diese Typen verheißen nichts Gutes. Hoffen wir, dass sie nicht so schnell wiederkommen. Ja, hoffe ich wohl. Fusioniertes Material haben wir sogar noch bekommen. Cool. Ich glaube mit 10 oder so. Doch, mit 10 können wir uns das nächste coole Upgrade holen. Mal schauen, wie viele wir haben. 8. Okay, ja, ach ja, das ist gar nicht so weit weg. Ich wollte doch nur darüber gleiten. Wenn du eine Rate für dein Haus nicht bezahlst, frieren wir dein Vermögen ein. Was für ein Vermögen? Eispicker. Wir klapsen. Und wir linsen. Oh, das war deutlich stärker, als ich gedacht hätte. Mit dem Racheschlag dazu noch mal cooler. Hab bitte kein zweites Monster. Okay. Und auch wieder ein Eispicker, super. Jetzt aber. Schneeschlag, okay. Klingt auch nach einem coolen Angriff, den wir für unser Jormungold haben könnten. Okay, ich hatte ein bisschen Angst, dass er ein drittes Monster hat. Super. So, haben wir. Autsch, du bist ja eiskalt. Ich bin eiskalt, genau. So, wir könnten... Ich weiß noch nicht so richtig, was ich anstreben soll hier. Ah, es hat funktioniert. Nee. Okay, wie schwer ist es zu fliehen? Nicht so schwer, okay. Dann machen wir das. Ach, von der Seite hätten wir auch hochgekonnt. Ah, okay. Ja gut. Okay, dann ist das jetzt so. Was passiert hier? Hier waren wir aber auch schon, oder? Es sieht ein bisschen vertraut aus, zumindest. Da drüben ist, glaube ich, ein Schalter. Und jetzt haben wir einen Fahrstuhl. Achso, ja, okay. Okay, und dann müssen wir uns von hier aus weiter nach oben bouncen. Mist. Okay, wir müssen frühzeitig anfangen. Damit wir die maximale Höhe erreichen. Hat nicht funktioniert. Wenn es nochmal versuchen. Ja, es ist natürlich auch cool, dass es hier so viel gibt, aber ich bin einfach nicht gut da drin, ne? Also die Steuerung ist... Ich empfinde die Steuerung als super, super frickelig. Gleichzeitig bin ich auch, glaube ich, einfach zu ungeduldig.
genau. Das ist wie so häufig das Problem. So, einmal austesten, das ist die maximale Höhe, alles klar. Sehr schön. Jetzt haben wir die Kiste entsperrt. Einfach so ein kleines Plattformrätsel mitten in der Welt. Kriegen so mäßige Belohnung dafür, aber es ist einfach nett aufgeteilt hier alles. Da ist auch eine U-Bahn-Station, okay. Oder ein Zeltplatz. Ja, in der Gegend hier waren wir auf jeden Fall schon, ne? Also ich meine offensichtlich nicht genau hier in der Gegend, weil ansonsten wäre das hier ja aufgedeckt, aber... Hier kann man nicht einfach hochklettern, das ist schade. Aber wir können uns hier hin teleportieren. Genau, und eigentlich wollten wir ja noch zu dem Makler südlich von dem letzten Teleportpunkt, den wir freigeschaltet haben, ne? Das war ja eigentlich unser Ziel. Ach, hier sind wir genau in der Falldown Mall. So. Ah, immer kaputt machen. Ich meine, hat es nicht geleckt diesmal. Cool. So. Ach ja. Da ist ein müssen wir hier nochmal hoch dann, ne? Ist egal. Das ist es wert. Es geht dann ja doch relativ schnell. Okay. Ja. Super. Raus hier. Und jetzt zu diesem fusionierten Monster. Fusionsschwarm in Angriff, klar. Warum auch nicht? Das sieht noch nicht. Ach so, es ist ein Schwarm im Sinne von. Es sind einfach viele Gegner. Okay. Kristalllinse, Zielwasser, es hält alles nicht so gut. Ne? Komm, wir rufen mal nach Hilfe. Vielleicht kriegen wir ja wen. Nee, leider nicht. Nicht dieses Mal. Was haben wir denn was Gutes gegen Pflänzchen? Ich weiß nicht genau. Unser Pombombe oder wie auch immer er zuletzt hieß. Feuerspitz haben wir ja nicht mehr. Wir versuchen nochmal Hilfe zu rufen. Ach, das ist doch blöd. Und gleichzeitig, wenn man jetzt aufhören würde, würde man ja jede Chance darauf vertun, davon zu profitieren. Ne? Ansonsten hat man ja nur einen Nachteil. Der nächste Gegner hat sich dem Kampf angeschlossen. Okay, wir beißen den neuen. Versuchen nochmal Hilfe zu rufen. Da ist er endlich. Mann. Ja. Okay, ja doch, wir werden hier gut durchkommen. Nur die Frage wäre halt wirklich, haben wir noch irgendwas, was deutlich besser ist? Irgendwas wird es ja sein, ne? Roderich wahrscheinlich nicht. Dreifings, vielleicht. Vielleicht Dreifings. Komm. Der nächste Klaps. Ein Sternschuss, okay, nice. Hat sich schon wieder fast gelohnt. Ne, wenn der dreimal angreift, dann haben wir quasi keinen Nachteil dadurch gehabt, dass wir dreimal um Hilfe gerufen haben. So. Ja, wenn wir den unteren beißen, sollte der besiegt sein. Und wenn wir den oberen Stern beschießen, sollte es auch gut sein. Sehr gut. Ich frage mich, wie viele jetzt in dem Schwarm sind. Ja, wir haben reduzierte Genauigkeit, ne? Ja. 5 Stück anscheinend. Okay. Ja, das ist ja. Das habe ich schon. Habe ich mir schlimmer ausgemalt, auf jeden Fall. Beißen war gut. Jetzt noch die wunderbaren Riemen. Nett. Es war eine Menge Schaden. Zusätzlich zu dem. Ja, es ist Statuseffekt, den man noch kriegen würde. Also Hilferuf hat sich trotzdem gelohnt. Oh, Gegner Jägerwoods. Den kann ich wahrscheinlich nicht aufnehmen, ne? Sollen wir erst den Jägerwoods besiegen? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wir greifen das Buschauge erst ein paar Mal an. Ja.
super. Dieser verdammte Schild. Ich glaube 5 Stacks oder so hatte der. Sehr schön. Hatte. Den müssen wir einmal eben zerbeißen. Nicht, dass er jetzt noch auf die Idee kommt. Hier. Astralprügel. Ja, gut. Das Schild auf den Jägerwoods zu machen. Komm, 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 komm. Go, Felix. Go, go, go. Nice. Super. Kriegen wir extra AP, dann können wir auch häufiger wunderbare 7 benutzen, spitzenmäßig. Astralprügel ist schon fies, keine Frage. Oh, und wir machen nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hätte. Ach, wunderbare 7 im Sinne von 7 Weltwunder. Das hat jetzt 2 Folgen gedauert, bis ich das gerafft habe, krass. Ich dachte so, warum kommt da ein Kolosseum? Ne? Ich dachte die ganze Zeit an so Slot Machines oder so. Aber das sagt auch mehr über mich aus als über das Spiel. Monstergemetzel. So, beißen. Ach, den können wir sogar aufnehmen. Ich glaube, das möchte ich tun. Ja, ich glaube, der ist uns schon mal durch die Lappen gegangen. Ich weiß nicht, ob das die sinnvolle Reihenfolge war, weil Felix jetzt nicht mehr so mega viel Energie hat. Aber es könnte schon okay sein. 99 Schaden, okay. 100%. Den haben wir. Cool. Die Jägerfackel. Jägerfackeln sind passionierte Fährtenleser und können mehrere Kilometer entfernte Ziele problemlos verfolgen. Es ist schon vorgekommen, dass sie versehentlich ihr eigenes Blattwerk mit den Fackeln, die sie tragen, in Brand gesetzt haben. Cool. Gutes Konzept. Nett. So, dann schauen wir, dass wir den jetzt einmal ganz schnell besiegen. Und einmal wunderbare 7 auf Flatterwoods. Achso, darum hieß er auch Jägerwoods, alles klar. Jägerwoods, Schniedelwoods, irgendwie sowas. Hat den Gag schon mal jemand gebracht? Es klingt nach so einer deutschen Komödie irgendwie, in der irgendein Waldstück Schniedelwoods heißt. Naja. Oh, er ist in die Schniedelwoods geflogen. Aufbrezeln. Hat er so einen Anzug. Hat er mehr Abwehr. Hat er einen Sternschuss abbekommen. Hat ihn nicht interessiert. Ach, der hatte irgendwie Astralschutz oder sowas, habe ich da jetzt ganz am Ende gesehen. Ja, gut. Wir versuchen es nochmal. Nee, wir machen das mal andersrum. Atlas nimmt auf und Felix benutzt die wunderbaren 7. In der Hoffnung, dass er überlebt. Nein. Okay, gut. Wunderbare 7. Okay, das war die richtige Entscheidung, behaupte ich erstmal. 100% Chance, könnte funktionieren. Da sind wir. Flatterwoods. Cool. Der wogende, umhangartige Körper des Flatterwoods verleiht ihm das Aussehen eines vom Wind umhergewehten Lappen. Die meisten Leute sind sich einig, dass der starrende Blick seiner gelben Augen äußerst demoralisierend wirken kann. Ja, sehe ich auch so. Haben wir... Gut, 3242 Erfahrungspunkte. Boktasma hat Astralprügel gelernt, super. Astralresistenz verringert den Schaden passiv um 50%. Mal legt sich nicht auf kritische Treffer aus. Eisenspäne macht das Ziel leitend und leidend, hoffe ich. Sengende Faust, sehr cooler Angriff. Einmal fusioniertes Material und eine Menge Rohstoffe. Hammer! Oh, das war auch wieder eine sehr gute Idee, tatsächlich. So, wir wollten jetzt immer noch in den Süden, um einmal zu rasten, tatsächlich. Das wäre auch ganz wichtig. Das bisschen Holz, was uns das kostet, ist ja egal, ne? Ja, 17 Holz ist vollkommen in Ordnung. Glaubst du, die Monster hier fürchten sich vor Feuer? Mir ist aufgefallen, dass sie uns nicht angreifen, wenn wir zelten. Oder vielleicht... Vielleicht ist es auch einfach nur schlechte Monster-Etikette, Menschen anzugreifen, wenn sie sich ausruhen. Das ist ein berechtigter Einwand. Oh, der Teichläufer entwickelt sich. Cool. Wir können ihn remastern und er wird zu... Oh mein Gott, ist sehr cool. Richtiger Street Shark. Klingenhai.
Der Fisch im Teichläufer ist zu einem Hai herangewachsen, dessen Exoskelett sich ebenfalls angepasst hat. Seine stählernen Krallen enthalten darüber hinaus ausgeklügelte Pumpen, die es ihm ermöglichen, sowohl aus der Distanz als auch im Nahkampf mit einem starken Wasserstrahl anzugreifen. Sehr cool. Gibt's noch wen? Nee. Oh, der ist ja super jetzt. Der ist ja jetzt richtig stark. Also stark weiß ich nicht, aber optisch auf jeden Fall. Ja, ist auch schon im Team. Super. Ja, da müssen wir immer noch die Altare jetzt finden. Altare. Aha. Hallo. Nehmen wir. Was machst du? Yes. Von der Seite schon mal die Abkürzung. Und da sind wir. Na, sind wir fast. Jetzt sind wir da. Sehr gut. Die Ästhetik hat was. Sieht ziemlich nach Arbeit aus, die die Seele vernichtet. Ihr jungen Leute seid so kurzsichtig. Wisst ihr denn die Investmentgelegenheiten nicht zu schätzen, die wir euch eröffnen könnten? Nee, tatsächlich nicht so. Sprungfeder 1 und 2. So, schauen wir mal, was da jetzt hier draus werden kann. Ich müsste die Angriffe auch mal wieder anpassen, ne? Spucken mit Halber. Ja, bleiben wir bei Spucken, ist okay. So viel zu coolen neuen Angriffen. Wenn ich sie nicht ausrüste, bringen sie nichts. Zurückgeschreckt. Oh, wow. Oh Gott. Also da, also, weiß ja nicht. Komm. Komm. Bespuck ihn. Ah, blöd. Und was bist du? Ja, Hopskin. Ja, gut. Ja, dann bleiben wir hier mal bei Klapsen. Ja, ist natürlich blöd hier, ne? Doch, die sind ja relativ schnell, ne? Vielleicht könnte ich ja sogar wirklich... Doch, ich glaube, jetzt kann ich so benutzen mal. Jo, kann ich. Gestört. Berserker, vergiftet. Ärgerlich. Ich glaube, der Hai-Maran, weiß ich nicht. Der Highscorer hier auf jeden Fall kann jetzt Sog benutzen, weil wir nicht direkt nach Boktasma dran sind. Dachte ich bis gerade eben. Okay, ist auch immer noch so. Hat sich ein bisschen geheilt, hat dafür aber Sog abbekommen. Cool. Spuck. Da muss man aufpassen, das ist ein gefährlicher Angriff. Und für 90 Schaden, ich meine 90 Schaden ist ganz gut. Ich glaube Beißen macht 80. Aber, ne. Achso, und hier Beißen 80, ne. Sog, Fernkampfangriff. Wir hoffen mal, dass Raubling vor uns dran ist. Ja. Schockt auch das Boktasma. Das ist super. Ja, und besiegt. Klingenhai. Ein einfacher Name, hätte ich mir nicht merken können. So. Wie haben diese unheimlichen Maklertypen sowas überhaupt gebaut? Das ist auch eine grundsätzlich ganz gute Frage. Ich hätte gerne dieses fusionierte Material und ich glaube, jetzt haben wir 10. Ja, jetzt haben wir 10. Jetzt lohnt es sich mal wieder in die Stadt zurückzukommen gehen. Da haben wir eine Haltestelle freigeschaltet, das ist super. Ja, wir möchten ins Café und wir möchten... auch mal einkaufen übrigens, weil das macht es auch nicht leichter. Was passiert hier? Ich war eine Sekunde draußen. Meredith, ich verstehe das nicht. Was ist dieses Internet? Die Hälfte der Leute hier in Hafenstadt jammert darüber, wie sehr es fehlt. Du weißt schon, das Internet über Computer und Telefone? Telefone? Benutzt man es, um mit Leuten zu sprechen? Welches Jahr war in deiner Welt, als du herkamst, Meredith? 1989, warum fragst du? Oh, okay. Ich sehe, dass wir vielleicht nicht ganz synchron sind. Okay. Das war eine nette kleine Unterhaltung. Ja. Ich hätte gerne so viel zurückspulen wie geht. Cool. Ich hätte auch gerne so viel neu spulen wie geht. Und alles andere ist mir ein bisschen egal, obwohl wir könnten noch mal... Achso, so viel kann ich gar nicht mitnehmen. Ja, gut. Nehmen wir nochmal 12 Chromdioxid-Kassetten und dann ist okay. Cool. So. Wir wollen uns nämlich was, so ein nettes Gadget kaufen. Hier wird sich auch schon wieder unterhalten.
Ich meine es ernst, ENT. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Die letzte Gruppe Ranger-Auszubildender hat es einfach nicht drauf. Sie verstehen nicht, dass Strategie wichtiger ist, als sich einfach nur in ein furchteinflößendes Monster zu verwandeln. Naja, das ist nicht unser Job. Ist das nicht unser Job, ihnen was beizubringen? Die Neulinge sind begeistert und das schon mal ein guter Anfang. Wer wäre besser geeignet, ihnen Kampftaktik beizubringen, als ein Meistertaktiker? Ich verstehe, was du meinst. Ich halte mich mit den Urteilen zurück. Vorerst. Dafür haben wir ihnen ja mal ganz schön auf die Schnauze gegeben. Hallo, Schätzchen, was gibt es? Genau, ich hätte gerne diese Kugelino-Modulscherbe. Ich hoffe, die bringt es. Ich hoffe, die knallt. Also, So, und hier oben müssen wir hin für den nächsten Altar. Um mal mit Felix' Quest hier weiterzukommen. Genau, also die Kugelino... Den Rest der Welt laden, okay. Modulscherbe macht ja anscheinend, dass man Gegnern schon mal Schaden macht, wenn man reinkommt. Lasst uns das ausprobieren an diesem Carnivipa. Das war gar nicht so wenig. Das ist ganz okay. Also sie kriegen halt direkt Feuerschaden, das ist manchmal ein Nachteil. Aber so, von der Sache her, fällt mir auch direkt auf, dass, dass wir uns nicht geheilt haben. Das werde ich noch ganz kurz nachholen. Oh mein Gott, es hat nicht gereicht. Wie konnte das nicht reichen? Wie, warum? Also ich werde hier den Klingenhai auf jeden Fall mal anpassen müssen eben. Wir passen den Klingenhai an, ruhen uns aus und dann, also mit den Sticker-technisch passen wir ihn an. Ja, nochmal. So. Kaffee, Grammophon. Oh, ihr unterhaltet euch schon wieder, das nervt mich. Ich muss eigentlich noch in der Werkstatt arbeiten, aber ich könnte auch erstmal einen Bogen darum machen. Ja, man muss auch mal Pause machen, oder? Moment mal, was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, dass ich noch arbeiten muss. Was hast du danach gesagt? Dass ich einen Bogen darum mache? Ist das ein feststehender Begriff, einen Bogen, um etwas zu machen? Wenn man irgendwas ausfällen lässt oder irgendwo nicht hingeht, dann macht man einen Bogen darum. Okay, alles klar. Ich werde deinen ungewöhnlichen Slang gegenüber ganz unvorgenommen sein. Ich glaube, ich mache einen Bogen um dieses ganze Gespräch. Ja. Was Ähnliches wollte ich auch sagen. Gruppe. Klinghai. Kassette ansehen. Sticker bearbeiten. So. Das ist ja insgesamt okay, aber er bräuchte noch irgendwas Sinnvolles. Eisbrecher. Trifft ein Ziel und verringert sein Tempo. Krasser Angriff. Nehmen wir. Ansonsten Multitalent. Ja, wir haben nicht die Sinnflut. Trifft mehrmals jedes Mitglied eines Teams. Starker Angriff. Nehmen wir auch. Ja, schau. So schnell ist besser geworden. Und Sog entfernen wir mal. Und ansonsten haben die Sachen hier noch irgendwelche Boni? Nee, tatsächlich nicht, ne? Stolpern, Hilferuf. Ja, wir schauen nochmal. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Spannendes. Echolot. Multiklaps plus einen Zusatztreffer. Ja, für 3 AP ist das nicht so gut. Glasresistenz. Verringert eingehenden Schaden des Glastyps. Passiv. Delegieren. Statuseffekte. Multitalent. Verleiht dem Benutzer 3 Runden lang Multiziel. Nee. Zack, boom, bang. Trifft ein ganzes Team. Zahnradangriff. Oh mein Gott, braucht das viele AP. Trifft mehrmals ein Ziel und hat im Vergleich zu anderen Aktionen eine geringe Priorität. Also wenn das der einzige Angriff, den man dabei hat, dann hat eine Chance zu Beginn des Kampfes automatisch die nächste Aktion auf der Liste für 0 AP zu benutzen. Hammer. Perfekt. Super. Ich bin jetzt schon glücklich damit. Also glücklich her. Nicht Atlas ansehen, sondern die Kassette ansehen. Bogtasma hat nämlich irgendwelche coolen neuen Sachen bekommen. Beißen ist immer noch sinnvoll. Elementar hast du nicht gesehen, brauchen wir eigentlich nicht. Astralprügel, das war's. Ja, nehmen wir. Ne, die Astraltypen ziehen sich ja eh immer so ein bisschen viel AP von den Gegnern ab. Rambok benutze ich einfach nicht, weil es nicht eine 100% Trefferchance hat. Was gibt's noch? Hier war noch irgendwas Cooles, Passives, was ich gesehen hatte.
Astralprügel ungewöhnlich. Oh, dann sollte ich die gleich nehmen. Sternschuss haben wir schon. Rambock. Ach, die ist dieses Dach da. Präzision 70%. Verhindert, dass der Benutzer verwirrt erleidet. Nee. Ja, kann man das sortieren? Ja, doch, sortieren nach. Ich hoffe nach. Nicht nur nach Alphabet. Ja, so oder so ähnlich. Delegieren hatten wir schon. Nee, irgendwie scheint nicht alles kompatibel zu sein. Doof. Astralprügel wollte ich ersetzen. Sticker ersetzen, genau, durch die andere Astralprügel. Es war wirklich einfach. Es ist einfach alphabetisch dann sortiert, okay. Na gut. Ja, und trotzdem könnte man selbstsicher hier dann noch drauf tun, ne? Es macht ja keinen Unterschied. Bringt ja, ja, wenn es was Passives ist, ist ja okay. So, Jormungold könnte vielleicht auch von dem ein oder anderen Sticker profitieren. Rachschlag ist schon super. Kristalllinse, Déjà-vu habe ich auch noch nicht einmal benutzt. Ah, doch, habe ich wohl benutzt. Aber es ist nicht so mega effizient. Stolpern benutze ich nicht. So, verspotten, schärfen. Kommt irgendwas Cooles Passives noch? Schneesturm. Fast passiv. Oh. Ja, bitte. Kann ich das stacken? Kann ich zweimal Präventivschlag haben? Ja. Déjà-vu setzen wir dann auch durch diesen anderen Eisangriff da. Zahnradangriff. Wir haben schon mittlerweile eine ganz nette Sammlung an Stickern, ne? Und ich habe ja ewig keine gekauft oder sonst irgendwas. Erhöht automatisch den Nahkampf- und Fernkampfangriff, wenn ein Gegner besiegt wird. Nehmen wir auch. Aber eigentlich wollte ich ja nur... Eigentlich wollte ich ja nur... Ich brauche auch nicht Schärfen und Zielwasser, ne? Ja, Schärfen brauche ich dann nicht. Kann ich Schärfen nicht ersetzen? Ah, kann ich nicht, weil es wahrscheinlich mir einen Slot geschenkt hat, ne? Naja, dann ist das jetzt so. Dann ersetzen wir das durch diesen Schneesturm irgendwas. Schneesturm, genau, tatsächlich. Oh mein Gott, ich habe mir den richtigen Namen gemerkt. Ich bin entsetzt fast schon. Okay, wir setzen jetzt nämlich mal die beiden nach vorne und werden uns ausruhen. Und dann schauen wir uns mal den nächsten... Oh, jetzt habe ich es weggedrückt, Verzeihung. Ich dachte, das ist noch einfach nur Menü-Infotext. So, haben uns ausgeruht. Gehen wir zum nächsten Altar. Oh, jetzt werden wir den Leuten natürlich auch direkt eine Menge Schaden machen. Da können wir auch gut Erfahrungspunkte grinden. Ich habe einen seltsamen Altar gesehen. Das ist ja ein lustiger Zufall. In der Kirschaue. Aber da waren wir doch, oder? Da haben wir die doch kennengelernt. Ha. Und was hast du gesehen? Captain Buffy finde ich am besten. Sie trainiert in der Kirschaue. Ja klar, machen wir. Gehen wir halt jetzt zur Kirschaue. Über den anderen Altar da noch. Also dran vorbei. Und dann fehlt uns am Ende nur noch ein Altar, glaube ich. Ah, hier kann ich gar nicht runterfallen. Das ist natürlich fair, sinnvoll. All diese Dinge. Wisst ihr was, machen wir das so. Ja, wir kommen in der Nähe von Hafenstadt. Cool. So, wir wollen zu diesem einen Altar da hinten. Ich erinnere mich ja auch, dass ich die gesehen habe schon, aber... Okay. Das war knapp. Okay. Aber jetzt können wir was mit den Dingern auch anfangen. Hey, bei den Kräften der Sonne und des Mondes, die praktischerweise gleichzeitig scheinen, gibt dich zu erkennen, Wächter. So langsam findet sie richtig in die Rolle rein.
Ja. Tauchhund, Elementarwächter. Ich glaube, gegen den, also gegen den haben wir auf jeden Fall schon gekämpft, aber ich weiß nicht, ob das hier am Altar war. Zweimal Präventivschlag, angepasster Start, ausweichen. Kristallinsel, I guess. Ausweichen. Stolpern, Hilferuf. Nächste Aktion für 0. Ach so, die nächste. Ach, die nächste in der Liste. Oder ist es ein. Es ist also nicht einfach die nächste Sache, die ich gerne machen möchte. Okay, okay, okay. Ja, gut. Ja, man lernt ja. Ne? Versuch macht klug. Also, ich vermute das sozusagen so. Sinnflut hätte ich gerne. Sieht super aus. Ja. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Damage. Ich glaube, ich sollte gleich mal. Ja, wir holen einfach jetzt schon mal Boktasma raus. Eisbrecher. Trifft ein Ziel, verringert sein Tempo. Ja, spitze. 90 Schaden ist doch toll. Doch, 90 Schaden ist gut. Mal wir das Wasser dann vielleicht irgendwie einfrieren und langsamer machen, auch noch zusätzlich. Ich weiß es nicht genau. Ja, mehr AP. Daneben besiegt. Kuniko ist auch so ein bisschen schwach auf der Brust. Tempo verringert, super. Ausweichen unmöglich. Plus 7 Schaden, Priorität Chance. Richtig starker Angriff. Und hier werden wir... Wir können einfach mal ausweichen. Komm. Also wir haben ja, glaube ich, noch 2 Stacks ausweichen, aber dann haben wir ein bisschen Ruhe für die nächsten Züge. Nebel. Nebel verringert die Präzision aller Fernkampfangriffe, die kein Wasser-, Luft- oder Eistyp sind, auf 0. Wasser-, Luft- oder Eistyp. Und was ist mit astralen Sachen, die garantiert treffen? Schauen wir mal. Wasser-, Luft- oder Eis, okay. Ja, okay. Interessiert, also Astralprügel interessiert der Nebel nicht. Also zumindest Astralprügel mit, trifft immer, ne? Oder steht das da standardmäßig? Nee, steht da standardmäßig dabei, okay. Komm, nochmal Eisbrecher. Einmal das Eisbrechen. Ja, der wird sich ja jetzt aufteilen in kleinere. Tauchross. Oh, sehr süß. Cute. Doch, den möchte ich auch haben. Brauche ich mich dann im Nachhinein nicht mehr drum kümmern. Der Nebel ist weg, ne? Ja. Hilfe rufen wird nicht funktionieren, vermutlich. Stolpern. Ich glaube, man kann zwei. Ich glaube, das habe ich ganz am Anfang mal ausprobiert. Ich glaube, man kann zwei Unterstützer haben. Ja, schwierig, problematisch, ärgerlich. Astralprügel. Sintflut. Okay, ja, war übertrieben, alles klar. Oh, das klang ein bisschen traurig. Ja, okay, hat immerhin noch ordentlich Schaden gemacht. Nein, Klingenhai, nein! Du warst so jung. Und dann macht man nochmal den Präventivschlag. Das ist echt strong. Also, dass man das stacken darf, finde ich ja super. Dann nehmen wir doch mal das Tauchross auf. Nicht das Tauchross, sondern das Tauchross. Okay. Könnte gereicht haben. Alles klar. Nein, nicht bei... Okay, wir bleiben bei 100%, alles gut. Aber es ist jetzt ärgerlicherweise noch nicht besiegt, ne? Wegen der Heilung. Aus dem Helm des Tauchrosses sind robuste Messingstoßzähne gewachsen, wie auch immer, mit denen es Angreifer abwehren kann. Da es Hinterbeine entwickelt hat, ist es auch an Land beweglicher und gefährlicher als in seiner nicht ausgewachsenen Tauchhundphase. Okay. Klaps. Spucken. Und Feierabend. Schick. Super. Richtig gut. Fusioniertes Material mal wieder. Sehr schön. Cool.
an deiner Seite zu kämpfen, Schöpfer. Ich fühle mich nicht würdig. Ganz ehrlich, das ist gar keine große Sache und weg ist sie. Wir sollten den nächsten Schrein finden. Okay. Ist hier oben denn nochmal... Ja, ist es, ne? Altar, Captain Buffy. Ja. Altar. Wir steuern mal das Lagerfeuer da drunter an. Oh. Können das hier machen? Nee. Ja. Genau, also wir steuern das Lagerfeuer hier an. Hier so im Norden. Ein bisschen im Norden, so. Das ist offensichtlich der Westen, aber ja. Ja, hier kommt man sogar hoch. Schick. Ah, und so kommen wir dann vielleicht auch zu ihr. Das wird ja Captain Buffy sein, oder? Also wenn irgendjemand Captain Buffy ist, dann ist das Captain Buffy. Also. Ja gut. Ist das ein Stein, den man tragen kann? Yes. Ich weiß, da ist das Lagerfeuer, da wollte ich eigentlich hin. Ich werde es später noch bereuen wahrscheinlich, aber... Ah, Mist. Andersrum vielleicht. Den Stein in die Ecke. Dann die Kiste drauf. Ja, perfekt. Genau das wollte ich tun. Offensichtlich. Ja. Wir machen trotzdem erstmal die Kiste auf. Tätigen den Schalter, damit wir es hier nicht mehr so schwer haben. Genau so. Das war 1:1 mein Plan. Verflixt. Captain Buffy hat mir mit einem Krafttrainingsplan geholfen. Hier, sieh dir mal meine Waffen an. Auszubildende. Stufe 33 ist schon ordentlich, ne? Velociflinte. Zweimal Präventivschlag. Trotzdem steht da noch. Also noch. Bespuckt und... Oh, entzünden. Ärgerlich. Oh mein Gott, das war viel Schaden. Gut, ich denke, dann sollten wir erst rasten und dann gehen wir zu Captain Buffy. Was ist das denn? Podderich, Hilfe! Hilf mir, Podderich! Artillerex, ja, okay. Blitzbeschichtung, Batterie, sengende Faust. Landet bei Benutzung nach Stürmen ein kritischen... Na, keine Ahnung. Sengende Faust vielleicht? Nee, ist Quatsch auch gegen einen Feuertypen. Sternschuss, go. Damit bauen wir dann natürlich nicht so leicht AP auf für Astralprügel, aber ja, okay, doch, ja, den von wegen sicheres Ding, Kollege. Da wirst du nicht mehr zukommen. Fühl dich sternenbeschossen. Ja, da sind wir. Hätte mich jetzt gewundert, wenn er noch was hätte. Okay. Gut, das war dann doch nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. Wer hat dich trainiert? Das muss ich wissen. Alles self-made. Ah, okay, da ist der Altar. Hier ist Ditte. Okay, wenn ich auf die Zeit schaue... ich sag mal so, wir machen vielleicht den Altar oben noch und beim nächsten Mal Captain Buffy. Gibt es siotrope Streifen, aber habt ihr doch diese Comicbücher, die stilistisch ähnlich sind, oder? Aber eure Comicbücher sind überhaupt nicht animiert. Sie werden auf Papier gedruckt und ihr seht sie euch einfach an. Das klingt für mich ganz schön schräg, aber ich glaube dir. Okay, ja, ich wüsste auch nicht, warum man sich was ausdenken sollte. Außer die eigene Welt, aus der man kommt, ist so richtig, richtig langweilig. Und man möchte vor seinen Freunden angeben. So. Warte, Kuniko! Bei den Kräften von Feuer und Eis, die meine Leidenschaft für die Gerechtigkeit gleichermaßen heiß und kalt werden lassen. Tritt hervor, Wächter! Da ist er. Los geht's. Er ist schon total resigniert. Domi-Sekt. Ist ein Windmonster. Kriegt eine Menge Schaden von den Präventivschlägen. Direkt abgekühlt. Eis ist anscheinend gut. Kristalllinse beißen. Ja. Ja, ja.
Machen wir Kristalldünser, keine Ahnung. Stolpern hilft mir teilweise. Spucken. Ja, es hätte ja auch nicht treffen können. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Kuniko benutzt Elementarwahl, das ist nett. Elementarwahl. Narwal. Warum habe ich Ausweichen und nicht Eisbrecher gemacht? Ich meine, ich weiß warum. Wegen des Link-Analog-Sticks, aber ja. Blinzeln, nett. Okay. Beißen. Eisbrecher. Schallknall. Oh, die Attacke habe ich vergessen. Das war einer der witzigsten Namen. Beißen funktioniert. Klaps funktioniert nicht. Eisbrecher. Super. Weiterhin abgekühlt, weniger Präzision. Alles cool. Richtig, richtig gut. Ja, doch, das war sinnvoll, mal die Sticker ein bisschen durchzugehen. Ich sehe gerade bei Kuniko, dass da auch ein Ausrufezeichen daneben ist. Das heißt, wir haben es noch nicht gefangen. Das heißt, man kann Kunikos fangen. I guess. Ist vielleicht so ein bisschen Fanservice, man weiß es nicht. Toku-Sekt. Okay, wir werden... Ja, ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Ja doch, wir werden erst die Dominotte besiegen. Vielleicht sogar mit der Sinnflut, man weiß es nicht. Könnte sein. Ja, cool. Doch, das wird klappen. Außer Kuniko greift. Ja, sehr gut. Wenn sie die Dominotte angegriffen hätte, wäre doof gewesen, aber so. Zwei Treffer, cool. Und dann können wir Toku-Sekt sogar auch direkt aufnehmen. Hammer. Aufnehmen mit Chromdioxid-Kassette. Go. Recording. Ich weiß, ich habe gesagt, die anderen müssen weg, aber... Warum trifft ausgerechnet jetzt... Weiß nicht. Ausgerechnet jetzt. Es gibt ja keinen besonders guten Grund, außer dass er einen Stack ausweichen hat. Ach, Schallknall. Könnte? Ja, hat sogar funktioniert. Sehr cool. Ja, es war... Bisschen lucky. Toku-Sekten besitzen enorm aerodynamische Körper, die einen Kampfstil ermöglichen, bei dem sie Gegner mit ihren spitzen Beinen angreifen und starke Luftströme kanalisieren. Okay. Kampfstil. So, Eisbrecher, komm. Ist egal. Es ist übertrieben, aber man weiß ja nie, ob man hier trifft, ne? Ja, gut. Schick. Fast 1300 Erfahrungspunkte. Super. Du hast mir schon wieder geholfen, Schöpfer. Ich will nicht, dass du dir wehtust. Weißt du, du musst das nicht tun, um mich zu beeindrucken. Ich weiß, was du wirklich von mir hältst, Schöpfer. Ich weiß, dass es dir peinlich ist, mich erschaffen zu haben. Tatsächlich ja schon, ne? Das erkenne ich daran, wie du mich ansiehst. Meine Mission besteht nicht darin, dich zu beeindrucken. Ich weiß, dass es nichts gibt, womit ich dich jemals stolz auf mich machen könnte. Oh, okay. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Vielleicht habe ich es nicht gut genug ausgedrückt. Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast. Ich sollte sie finden und mich entschuldigen. Wahrscheinlich beim letzten Schreien, oder? Wahrscheinlich schon. Okay. Also, dann ist das hier die Stelle, wo wir speichern. Und... beim nächsten Mal weitermachen. Wir werden einen Schwenker über Captain Buffy machen und dann, die ja hier oben irgendwo steht, ne? Wir sollten direkt vor ihr speichern, sonst verpeile ich das bis zum nächsten Mal wieder. Ja, schade. Hätte ich jetzt cool gefunden, wenn es nochmal funktioniert hätte. Also das wird ja Captain Buffy sein und dann kämpfen wir das nächste Mal gegen die, suchen uns den letzten Altar und können dann hoffentlich Felix für immer im Café Grammophon versauern lassen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.